Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Basteln mit Kindern oder heute auch einfach Basteln für die Familie. Und zwar möchte ich mit euch einen Adventskalender basteln und dazu brauchen wir eigentlich nur so Butterbrot oder Brotzeittüten aus Papier, einen Bleistift, eine Schere, dann habe ich hier einen Faden praktisch mit verschiedenen Klammern, wo dann die Zahlen drauf sind, wo wir unsere kleinen, es werden Eulen, wo wir unsere kleinen Eulen dann aufhängen können. Ich zoome euch mal ein bisschen weiter ran. So schaut das aus. Dann Tonkarton oder Fotokarton, einen Kleber und ich habe jetzt noch nur für die Linien sozusagen einen Nagellackentferner, weil ich brauche die große Seite für die Augen. Und ich habe mir mal Malalaun gekauft, das kam in so einem süßen kleinen Päckchen für die Augen, den oberen Umfang und den unteren Umfang. Ich habe das Ganze schon mal aufgemalt. Ich habe mein Brotzeitpapiertüte draufgelegt auf mein weißes Blatt Papier. Habe den Umfang abgemalt, das schaut dann so aus. Dann habe ich, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ihr das überhaupt seht. Oh. Könnt ihr das erkennen? Ja. Genau, also das ganz große ist der Umfang. Dann habe ich hier oben was weggenommen, weil wir die Tüte ja umfalten werden. Und dann bin ich mit meinem Nagellackentferner, habe ich das erste Auge aufgezeichnet außen und dann mit dem roten Deckel von meinem kleinen Döschen das zweite und mit dem Boden sozusagen von dem kleinen Döschen das dritte. Das werden die Augen. Dann den Schnabel habe ich freihand gemalt und eine Tropfenform für den Flügel, damit ich ungefähr weiß, wie es ausschauen soll. Ja, und jetzt würde ich sagen, schneiden wir diese Formen erstmal aus und transferieren sie dann auf den bunten Fotokarton. So, das hier sind dann unsere Formen. Wir haben jetzt einen Flügel, den kann man ja beidseitig benutzen. Wir haben das Weiße vom Auge, wir haben das Farbige vom Auge und wir haben das Schwarze vom Auge und einen Schnabel. Und ich werde später noch mit einem Locher praktisch weiße kleine Kreise ausstanzen, die dann die Lichtpunkte in den Augen sein werden. Jetzt übertragen wir unsere Formen auf die Farben, die wir dafür möchten. Dazu suchen wir uns erstmal die richtigen Farben aus. Wir brauchen auf jeden Fall Weiß. Wir brauchen auf jeden Fall Schwarz. Und dann könnt ihr euch aussuchen, welche Augenfarbe eure Eule haben soll. Meine soll jetzt in dem Fall hellblau haben. Ihr könnt aber da wirklich jede Farbe nehmen, die euch gefällt. Ihr könnt auch grün, lila, was auch immer machen. So, der Schnabel von meiner Eule, der wird gelb. Und die Flügelchen von meiner Eule, die mache ich vielleicht so in braun. Vielleicht haben wir ein schönes helles Braun. Ja. Ja, dann nehmen wir das helle Braun hier. So. Und dann malen wir unsere Formen auch schon auf. Dazu nehmen wir uns einfach eins von unseren Fotokartons. Flügel brauchen wir schließlich zweimal. Dann malen wir sie natürlich auch zweimal auf. Schaut aber, dass ihr sie nicht in der Mitte von eurem Fotokarton malt, damit ihr einfach auch noch, seht ihr mich gar nicht, damit ihr einfach auch noch Platz habt, praktisch mehrere Flügel oder was auch immer zu malen. Weil ihr müsst natürlich bedenken, ihr braucht 24 von diesen Eulchen. So. Dann zeichnen wir mal unseren Flügel auf. So, einen. Und dann malen wir noch einen auf. Können wir vielleicht gleich andersrum malen.
So, dann haben wir unsere Flügelchen schon mal für den ersten. Das heißt, wir werden den jetzt auch gleich ausschneiden. Ich benutze immer gern relativ kleine Scheren, weil man mit denen präziser arbeiten kann. Und wenn ihr das mit Kindern macht, dann guckt, dass ihr es vorher erst grob ausschneidet, so wie hier. Und vielleicht sogar nochmal separiert, damit die Kinder das leichter ausschneiden können. Muss ich immer schauen, wo ihr mich seht. So. Ein Flügel. Und der zweite Flügel. Und genauso verfahrt ihr jetzt mit den Augen und mit dem Schnabel. So, das sollten jetzt eure Teile sein. Ihr habt einen Schnabel, zwei Flügel, zwei weiße Augenteile, zwei blaue Augenteile, zwei schwarze. Und ich habe hier noch zwei kleine Lichtkreischen, habe ich ausgestanzt mit meinem total billigen Locher. So, dann fügen wir jetzt erstmal unsere Augen zusammen. Dann nehmen wir uns das weiße Teil und das blaue Teil und kleben das zusammen. Da könnt ihr auch schon schauen, wie eure Eule gucken soll. Und dann kommt das Schwarze noch oben drauf. Und euer weißer Punkt natürlich auch. So, dann habt ihr ein Eulenauge. Verzeiht, ich muss jetzt gleich weg. So, dann das zweite Auge auf dieselbe Weise. Da, ich habe jetzt zwei gleiche Augen gemacht, das heißt, unsere Eule wird zur Seite gucken, unsere erste Eule. Dann nehmen wir uns unser Tütchen und ich habe ja vorhin schon mal so ungefähr berechnet, wie weit wir das zuklappen, beziehungsweise aufgezeichnet. Und damit wir jetzt nichts verkehrt kleben, klappen wir das gleich wieder so zu. Arrangieren unsere Sachen auf dem Tütchen und können dann unsere Eule zusammenkleben. So, und so wird die Eule dann aussehen. So. So, und so sieht jetzt mein Adventskalender aus. Ich habe den in der Küche aufgehangen, weil das der einzige Platz war, wo wir so viel Platz haben. Und ich gehe mal näher ran. Hier seht ihr die Eulen. Die musste ich auch ein bisschen quetschen, leider. Und da sind praktisch die Zahlen, damit man weiß,
welche Eule man öffnen darf. Ja, ganz einfach. Hat nur ein kleines bisschen Mühe gekostet. Super günstig, muss man sagen. Und irgendwie total süß. Ja, ich hoffe, ihr bastelt's nach und viel Spaß dabei.